Das ist Sandy. Sandy hat eine Einladung zur Jungschau bekommen. Jungschau-Stunde im Pfarrheim? Aber was ist denn Jungschau eigentlich? Das schaue ich mir an. Schön, dass du da bist. Schau, das sind Max, Kim, Sarah und Atam. Hey Sandy, cool, dass du da bist. Ich bin seit dem letzten Jahr dabei. Jetzt kannst du mit uns alle möglichen Sachen erleben. Wenn wir hier sind zum Beispiel, spielen wir gemeinsam. Manchmal machen wir Ausflüge in den Wald oder gehen ins Kino oder wir machen einen Leseabend. Es ist für alle was dabei. Wir schauen aufeinander, damit alle Spaß haben und sich wohlfühlen. Aber schau es dir am besten selber an. Letzte Woche haben wir überlegt, was Gemeinschaft heißt. Das ist für jeden irgendwie anders. Am Ende hatten wir so viele Gedanken wie ein riesiges Mosaikbild. Hast du gewusst, dass jedes Kind eigene Rechte hat? Recht auf Freizeit? Auf Bildung? Auf Gesundheit? Wir wollen, dass es alle wissen. In der Weihnachtszeit basteln wir oft. Adventkränze, Kerzen, Sterne. Und essen Kekse. Wir können auch die Messe mitgestalten. Letztes Jahr zu Weihnachten zum Beispiel durften wir das Krippenspiel machen. Das haben wir ganz alleine geschafft. Und alle haben geklatscht am Ende. Nach Weihnachten gehen wir Stern singen. Da verkleiden wir uns als die heiligen drei Könige und ziehen von Haus zu Haus. Wir bringen den Segen fürs neue Jahr und sammeln Spenden für Menschen in ärmeren Ländern. Was heißt denn eigentlich C und M und B? Christus, segne dieses Haus. Manchmal kommen uns auch Leute aus diesen Ländern besuchen und erzählen, was mit dem Geld passiert, das wir sammeln. Zum Beispiel, dass Kinder in die Schule gehen können, statt arbeiten zu müssen. Bei der Jungschau darf jeder mitmachen. Sogar Schmetterlinge, Geister und Minions kommen einmal im Jahr zu unserem Jungschau-Fasching. Nach der Fastenzeit feiern wir gemeinsam Ostern und teilen nach der Ostermesse Ostergrüße an alle in der Pfarre aus. Manche von uns sind auch schon ganz früh unterwegs und ratschen die Leute in der Früh aus dem Bett. Wenn es warm ist, verlegen wir die Gruppenstunden oft nach draußen. Letzten Frühling haben wir einen Wortgottesdienst im Park organisiert. Ich habe mir Fürbitten ausgedacht. Ich habe Lieder ausgesucht. Und in den Ferien fahren wir dann alle gemeinsam auf Jungschau-Lager. Ja, dann geht's endlich wieder los. Da sind wir ganz viel draußen, verkleiden uns, spielen Geländerspiele, singen, machen Nachtwanderungen oder Lagerfeuer. Oder machen Theaterabende. Das war mein erstes Jungschau-Jahr. Ich freue mich schon aufs nächste. Ich bin gespannt, wer alles neu dazukommt. Schau vorbei!